Willkommen zurück bei Friday Night SmackDown. Wir haben letzte Woche schon einiges gesehen und heute wird auch einiges hier anstehen. Der Undertaker unter anderem in Action, William Regal mit einer Ankündigung, die ja schon fast geschichtsträchtig sein wird. Und jetzt aber erstmal zum Ring, denn Adam Cole, der Mann, der letzte Woche sehr überraschend zurückkehrte und Randy Orton attackierte, steht jetzt im Ring. Wer ist bereit für Storytime mit Adam Cole, Baby? Vor etwas über einem Monat war ich bereit, meinen Iron Survivor Koffer einzusetzen, Sheamus zu besiegen und als WWE Champion zu WrestleMania zu fahren. Was ich nicht bemerkt hatte, war eine hinterhältige Schlange, die mich dann attackierte. Nur hast du einen Fehler gemacht, Randy. Du hast mich nicht völlig ausgeschaltet. Kein gebrochenes Bein, nur eine Verletzung am Muskel. Du wolltest mich ins Krankenhaus schicken, wie du es vorher schon mit Edge getan hast. Jetzt steht Vengeance vor der Tür und ich habe gehört, Miami hat tolle medizinische Einrichtungen für widerliche Schlangen wie dich. Denn, du kannst es dir sicher denken, bei Vengeance stehen wir uns in diesem Ring gegenüber, während ein Krankenwagen darauf wartet, einen von uns abzutransportieren. Randy, ich fordere dich zu einem Ambulance-Match heraus. Adam Cole fordert Randy Orton zu einem Ambulance-Match heraus. Ist auf jeden Fall passend und er wirkte auch sehr, sehr entschlossen. Mal schauen, was da bestimmt wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ambulance-Match bei Vengeance. Adam Cole, Randy Orton. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Was auch sehr, sehr gut wird, ist aber unsere heutige Ausgabe von Friday Night SmackDown. Die beginnt mit, ja, schon fast einem Tag-Team-Klassiker. Den Usos gegen The New Day. Und hier können sich durchsetzen die Usos. Waren ja im letzten Jahr die allerersten Raw Tag Team Champions, Entschuldigung. Verloren dann relativ schnell die Titel und danach kam nicht mehr allzu viel. Vielleicht wird es ja in diesem Jahr besser. Dann haben wir, ja, ich hätte fast gesagt, wir bleiben in der Tag Team Division, aber Malakai Black, der wartet ja immer noch auf Brody King, auf seinen Tag-Team-Partner. Tritt jetzt hier alleine an gegen einen Neuankömmling, Matt Cardona. Der King of the Indies, King of the Deathmatch, ganz viele Kings. Und der gewinnt sogar. Matt Cardona besiegt Malakai Black in seinem Return-Match zur WWE. Und Debüt im Universe-Mode. Gratulation. Dann haben wir Zack Sabre Jr. gegen Carmelo Hayes. Der begleitet wird natürlich von Trick Williams. Und dieses Match geht an Zack Sabre Jr., den allerersten Intercontinental Champion im Universe Mode. Weiter geht's mit Damen-Action. Vier Frauen haben wir hier im Ring. Es ist ein Fatal 4-Way Match. Naomi, Cora Jade, Roxanne Perez und Lacey Evans treffen aufeinander. Und wer kann sich hier schon mal einen beachtlichen Sieg einholen? Es ist Naomi. Auch sie gibt ihr Debüt, genauso wie Cora Jade, hier im Universe-Mode und setzt sich sofort durch. Weiter geht's. Nächstes Erstrundenmatch im Turnier um die Women's Tag Team-Titel. Flight of the Valkyries, Taya Valkyrie und Lyra Valkyria. Das wird sicherlich häufig passieren. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Gegen die Kabuki Warriors, gegen Kairi Sane und Asuka. Wer wird es sein? Wer wird in der nächsten Woche gegen Isla Dawn und Alba Fire, was habe ich denn aktuell mit Namen, antreten? Es sind tatsächlich die Valkyrien, Taya und Lyra. Also in der nächsten Woche gegen Alba und Isla. Dann unser letztes Match vorm Co-Main-Event. Wir haben Beth Phoenix, begleitet von ihrer Tag-Team-Partnerin. Ganz genau, denn Beth Phoenix und Natalya haben sich wieder zusammengefunden, sind wieder die Divas of Doom, wie sie es ja schon mal waren. Und sie treffen, Beth Phoenix in diesem Falle trifft auf Britt Baker, auf Dr. Britt Baker, die MD. Eine Dame, die im letzten Jahr nicht so viel Glück hatte, sagen wir mal. Und es geht auch direkt mit einer Niederlage los. Beth Phoenix
setzt sich durch. Aber keine Schande für Britt Baker. Da werden sicherlich noch einige Chancen kommen. So, und bevor wir jetzt in unseren Co-Main-Event reinstarten, schalten wir wieder zum Ring, denn William Regal wartet da. Sehr verwirrter Kommentator heute, Entschuldigung. William Regal wartet dort und er hat unsere SmackDown Women's Championess dabei, AJ Lee. Wartet mit ihm dort. Was für eine Ansage von Adam Cole zu Beginn der Show. Erst einmal, willkommen bei SmackDown, Adam. Ich bin gern bereit, das Ambulance-Match anzusetzen, warte jedoch erstmal ab, was Mr. Orton in der nächsten Woche zu sagen hat. Nun übergebe ich das Wort aber an unseren SmackDown Women's Champion, AJ Lee. Danke, Mr. Regal. Die Iron Survivor Challenge bei WrestleMania war wirklich hart und hat uns allen sehr viel abverlangt. Der einen mehr, der anderen weniger. In meinem persönlichen Fall hat es leider eine kleine Verletzung mit sich gebracht, wegen der ich einige Wochen aussetzen muss. Aber keine Sorge. Ich muss den Titel nicht abgeben und bin, wenn es in Richtung Money in the Bank geht, wieder voll einsatzfähig. Ob es dort jedoch zu einer Titelverteidigung kommt, bleibt abzuwarten. Denn Mr. Regal und ich haben uns besprochen und entschieden, dass SmackDown dieses Jahr bereit ist, Geschichte zu schreiben. Mr. Regal, Sie haben die Ehre. Danke, AJ. Ja, es stimmt. SmackDown wird Geschichte schreiben und wird zum ersten Mal überhaupt seinen Champion ins Money in the Bank Match schicken. Einer der drei Plätze für die SmackDown-Damen wird also von AJ Lee belegt. Ich bedanke mich nochmal bei dir, AJ, und wünsche dir schnelle Genesung. Und von einem Champion zum nächsten. AJ Styles, komm doch bitte raus. World Heavyweight Champion AJ Styles, bitte. Ich habe Cody Rhodes im WrestleMania Main Event geschlagen und somit meine Rückkehr zu SmackDown im wahrsten Sinne des Wortes vergoldet. Und wie meine Vorredner schon angesprochen haben, soll SmackDown Geschichte schreiben. Und das tun wir mit einem krachenden Main Event für Vengeance. Ich habe nämlich mal durchs Roster geschaut, das wohl beste Roster, das SmackDown jemals gesehen hat. Mir ist dabei eine Sache aufgefallen. Es gibt 6 Männer, die eines gemeinsam haben. Wie ihr wisst, war ich für einige Jahre in Japan und habe dort die Führung einer sehr besonderen Gruppierung übernommen. Und auch wenn ich kein Teil dieser Gruppierung mehr bin, bleibt man doch immer mit ihr verbunden. Bullet Club for Life eben. Diese 6 Männer, die ich angesprochen habe, waren allesamt Anführer des Bullet Club. Und was für ein Zufall, dass alle gemeinsam bei SmackDown gelandet sind. Also Jungs, der Champion will sein Match und seine Herausforderer und will eine Sixpack-Challenge, ein Gipfeltreffen aller ehemaligen Bullet Club-Leader. Damit mache ich es offiziell. Bei Vengeance nimmt sich SmackDown den Main Event mit einer Sixpack-Elimination-Challenge um die World Heavyweight Championship zwischen dem Champion AJ Styles, dem Cleaner Kenny Omega, Switchblade Jay White, Machine Gun Karl Anderson, dem Rebel David Finlay und dem Prinz Finn Balor. Okay, das war eine ganze Menge. Wir sehen also eventuell das Ambulance-Match. Wir müssen aber erstmal abwarten, was Randy Orton dazu sagt. Dann fällt AJ Lee erstmal eine Zeit lang aus, wird aber als SmackDown Women's Champion im Money in the Bank Ladder Match stehen. Und AJ Styles mit einer Ansage, die sich mal richtig gewaschen hat. Six-Pack-Challenge aller hier im Universe-Mode vertretenen ehemaligen Anführer des Bullet Club. Und eine Auseinandersetzung davon bekommen wir jetzt schon mal. Jay White gegen Karl Anderson, der natürlich begleitet wird von seinem Tag-Team-Partner Luke Gallows, los geht's. Machine Gun gegen Switchblade. Und der Vollständigkeit halber muss ich natürlich nochmal sagen, es gibt natürlich insgesamt 7 Anführer des Bullet Club. Einer davon ist allerdings nicht im Universe Mode. Evil ist bei New Japan geblieben. Und das finde ich wirklich schon eine starke Ansetzung. Vor allem auch, dass Finn Balor dabei ist, der damals als Prince David diesen Bullet Club erstmals ins Leben gerufen hat überhaupt. Damals auch in New Japan. Und das hat definitiv auch Main Event Kaliber für Vengeance. Bedeutet, zum zweiten Mal in Folge geht der erste Pay-Per-View
Main Event an SmackDown. Aber ganz ehrlich, Six-Pack Challenge mit solchen Leuten drin, das ist auf jeden Fall. Das kann man nicht früher auf eine Matchcard packen einfach. Und da gibt es die Schläge von Anderson, der sich befreit aus einem Heel Hook. Und dann Single Leg Lariat. Und wir sehen es auch auf dem Knieschoner, auf dem linken Knieschoner. BC steht natürlich für den Bullet Club bei Jay White. Ja, guter Kamerawinkel da an der Stelle. Sehr, sehr toll. Und es geht in den nächsten Heel Hook. Und da sollte ich euch vielleicht auch mal erzählen, was es eigentlich mit der Rope Break Regelung dieses Jahr auf sich hat. Ein Rope Break wird es nur noch geben, wenn einer der Kontrahenten aktiv ins Seil greift. Darum war auch so etwas möglich wie im Gauntlet-Match zum Beispiel bei Monday Night Raw, in der ersten Raw-Ausgabe am Ende, dass Will Ospreay mit dem Arm unterm Seil war, aber er hat eben nicht aktiv zum Seil gegriffen. Das ist eine kleine Regelanpassung. Trotzdem ist natürlich Vorsicht geboten bei demjenigen, der Submissions anwendet, beziehungsweise eben den Pin ansetzt, darauf zu achten, seinen Gegner nicht zu nah am Seil liegen zu haben, denn ein Griff ins Seil ist mal schnell gemacht. Und da gibt es schon den Spinebuster außerhalb des Ringes von Carl Anderson, der jetzt Jay White einfach liegen lässt. Jay White soll ausgezählt werden, wenn es nach Carl Anderson geht. Und da gibt es sofort den Cutter. 1, 2 und Kickout. Ja, Carl Anderson hier wirklich richtig gut unterwegs. Kommt jetzt sogar noch mit dem Knee Smash. Ja, da gibt es auch das Zeichen Too Sweet. Auch alles Bullet Club Symboliken. Der Whip-In von Jay White. Clothesline verfehlt das Ziel. Und Anderson macht weiter. Trägt jetzt White durch den Ring. Und das gibt die Snake Eyes. Whip-In gekontert. Schön von Jay White hier. Taucht unter der Clothesline durch und zeigt dann diese Clothesline. Seine eigene. Schöne Sequenz hier. Greift jetzt zu, aber Anderson mit dem Konter. Jetzt kontert White wieder. Elbow aufs Knie. Und dann von der Fireman's Carry Position geht es in die Snake Eyes. Und da hat es Carl Anderson, glaube ich, erwischt. Platzwunde bei Carl Anderson. Für den jetzt das Ende kommen soll, sagt zumindest Jay White. Pack zu, Switch, Blade Runner. 1, 2 und die 3. Jay White setzt sich beeindruckend durch. Er holt sich also einen Sieg über einen direkten Konkurrenten im World Heavyweight Title Match bei Vengeance. Jay White mit dem Sieg. Gratulation. Schönes Ding. Breathe with the Switchblade. Das war also unser Co-Main Event. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns eben bei Vengeance erwarten wird. Und als nächstes macht der Undertaker seine Androhung Wirklichkeit oder lässt sie wahr werden, wie auch immer ihr es sagen möchtet, wenn er gegen Dominik Mysterio antritt.
following contest is scheduled for 1-4, making his way to the ring from Death Valley, weighing in at 309 pounds, The Undertaker! Der Undertaker. Nach langer Zeit mal wieder mit einem Auftritt bei SmackDown und wir sehen es, er wird begleitet im Hintergrund da von Bo Dallas. Uncle Howdy, wie auch immer er sich da genau nennen möchte. Er kam letzte Woche ja heraus, sprach direkt darüber, dass er sich eben beim Undertaker bedankt für den Auftritt des Takers bei WrestleMania. Bei dem Bray Wyatt noch einmal geehrt wurde. Der Judgment Day hatte ein Problem damit. Damian Priest vom Judgment Day wurde ja vom Undertaker besiegt bei Mania. Und als der Judgment Day dann gerade Bo Dallas schon fast Leid androhte, schaltete sich der Undertaker ein, sprach erneut ein Machtwort und forderte den Judgment Day zu einem Tag Team Match bei Vengeance heraus. Der Undertaker und Bo Dallas werden dort eben auf den Judgment Day treffen. Und bei genauerer Überlegung wird es wahrscheinlich dann nicht die Kombination aus Damian Priest und Finn Balor sein, wenn Finn Balor eben im Main Event steht. Um den World Heavyweight Title. Wahrscheinlich also Damian Priest und Dominic Mysterio, der heute bereits einen Vorgeschmack bekommt auf das, was der Undertaker dort geplant hat. Also 50% der Teilnehmer sind im Ring. Wir warten noch auf Dominic Mysterio. Er kommt natürlich mit Mami hier zum Ring herunter. Will die Unterstützung, braucht die Unterstützung eventuell sogar. Aber beide sehen nicht wirklich begeistert aus hier gerade. Und welchen Faktor kann Rhea Ripley eben spielen? Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Einzige Dame hier. Da ist so eine Disqualifikation auch schnell mal herbeigeführt. Aber wir schauen mal, was uns das Match bringen wird. Undertaker, Undertaker Chance. Wenn es jetzt heißt, Undertaker gegen Dirty Dominic Mysterio, der sofort mit einer Springboard-Aktion hier ankommt, aber komplett ins Leere springt und vom Undertaker sofort abgefrühstückt wird. Mit einem Schlag und dem Legdrop. Nochmal ein Elbow hinterher. Ja, der Taker wirkt agil. Und zeigt schon an, er will den Chokeslam zeigen. Und die Schlagkombination. Der Undertaker ja wirklich einer der besten in der WWE-Geschichte, wenn es darum geht, mit den Fäusten seine Gegner zu bearbeiten. Da gibt es einen Uppercut von Dom, aber der Undertaker bleibt einfach stehen und zeigt den Big Boot. Zeigt sich überhaupt nicht.
angekratzt von dem, was Dominik ihm hier entgegenbringt. Das bisschen, was er ihm entgegenbringt, aber das Cover nicht mal bis zu 1. Jetzt aber Dominik, der sich zurückkämpfen will mit einem Dropkick, aber der Undertaker sofort wieder mit dem Fireman's Carry. Trägt ihn hier quer durch den Ring. Snake Eyes! Und jetzt geht's raus. Okay. Keine Ahnung, was der Taker da kurz überlegt hatte. Flatliner! Ja, und Dominik hat's da erwischt. Das Blut und Rhea Ripley hat einen Baseballschläger bereitgelegt. Macht jetzt hier sogar das Kommentatorenpult. Das Turnbuckle-Pad. Währenddessen der Undertaker Dominik zum Kommentatorenpult trägt. Das Turnbuckle-Pad ist also jetzt da abgemacht in der Ringecke. Hat der Ringrichter auch gar nicht mitbekommen. DDT draußen. Sollte es zurück in den Ring gehen, aber Dom mit der Konteraktion rennt dann eigenständig in den Ring. Und Rhea. Rhea hält den Undertaker ab. Dominic Mysterio setzt sich durch Countout durch. Rhea Ripley hält den Undertaker auf. Der Ringrichter sieht es und unternimmt nichts. Und Dominik mit dem Sieg. Deutlich gezeichnet, der gute Junge. Aber, ja. Rhea Ripley, der entscheidende Faktor, hält den Undertaker in Schach und somit gewinnt Dom gegen den Taker. Was für eine Überraschung. Ob er das oder ob das so eine gute Idee war. In Richtung Vengeance, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Das war es auf jeden Fall. Sehr überraschendes Ende hier für SmackDown. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Raw-Ausgabe wieder. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den bisherigen Ansetzungen für Vengeance haltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.